Mir, Tobias und Manuel. Tobias, du warst heute in München. Wie hast du das Spiel gesehen von der Fantribüne aus? Ja, die ersten 5 Minuten habe ich gedacht, ja, es könnte auch knapp werden, aber dann hat die Mannschaft gezeigt, was sie drauf hat. Und ja. Wie war die Stimmung im Gästeblock? War super. Also es waren circa 900 Fans dabei, die haben klasse Stimmung gemacht. Ja, also ich fand es gut. Und jetzt kommt Berlin. Nächsten Mittwoch seid ihr alle beide dabei? Sicher. Du auch? Ja, sicher. Und wie erwartet ihr Berlin? Wir haben sie 4-mal diese Saison geschlagen. Was sagt ihr? Das 5. Mal folgt. Ja, ich denke, Berlin ist eine offensivstarke Mannschaft. Die wird uns jetzt sehr gut liegen und ich denke schon, dass wir da was packen gegen die. Und heute eben den direkten Playoff-Rang eben ergattert. Geht es heute noch ab oder was ist bei euch so angesagt da drinnen noch? Ja, mit der Mannschaft einfach feiern, die haben es verdient und ja, einfach die Sau rauslassen. Ja, ein paar noch trinken, weiß auch nicht, morgen ist Schule, aber Playoff ist schon was Besonderes, sagen wir jetzt mal. Michael und Tobias jetzt bei mir. Michael, ihr wart heute beide nicht oben. Wie habt ihr das Spiel heute gegen EHC München verfolgt und mitgefiebert? Über den Live-Ticker, Sportal und über die EHC-Homepage. Wie war's? Habt ihr das Spiel mitbekommen oder was ist passiert? Also nach dem 1:0, da habe ich schon gedacht, dass es in die Hose geht. Aber sie sind gut zurückgekommen, es war sehr spannend und jetzt hoffen wir mal, dass es weitergeht. Wie hast du das Spiel erlebt, Tobias? Ja, alle Live-Ticker und über das Webradio. Und was sagst du zum Spiel? Klasse. Also wir haben 1:0, wir haben gedacht, scheiße, wird doch wieder nichts. Aber dann die Jungs haben gekämpft, sind gut zurückgekommen und so ein wenig hat Panther gesehen. Und gegen Berlin ist alles möglich. Gegen Berlin ist alles möglich. Jetzt haben wir schon beim Thema. Berlin ist der nächste Gegner am nächsten Mittwoch. Was haltet ihr von Serienmeister? Sie haben schon weiche Knie und zittern vor uns. Die Serie muss weitergehen. Und jetzt hat der ERC eine Saison mit vielen Höhen und Tiefen hinter sich. Meint ihr, sie sind jetzt auf dem Höhepunkt, weil sie jetzt nochmal die direkte Playoff-Qualifikation geschafft haben? Mit so einem hervorragenden Spiel oder sind sie noch nicht so weit? Naja, Playoffs haben eigentlich immer die eigenen Gesetze und ich denke mal, da geht es für jeden bei Null an. Und ich, von der Klasse her, unbestritten, sind wir mit Sicherheit einer der stärksten Mannschaften in der Liga. Das sagen wir schwarz im Song, man. Jeder kennt den ERC, ein Spiel war super, das andere ist dann wieder, geht er wieder in die Hosen. Wir hoffen halt einfach, dass jetzt der Knoten platzt ist und jetzt endlich mal Eishockey gespielt wird in Ingolstadt. Jetzt haben wir einen Trainer in Ingolstadt, der hat schon 2 kuriose Meisterschaften gefeiert. Mit Köln und mit Frankfurt, da wo er nicht unbedingt Favorit war. Und in Köln ist er nur kurzfristig im Februar dann als Co-Trainer Trainer geworden. Denkt ihr, es ist eine ähnlich kuriose Situation jetzt hier und es könnte am Ende vielleicht der große Cup gelingen oder was ist eure Meinung? Also das Wichtigste finde ich, dass man halt auch auf die Deutschen setzt, das was er jetzt eigentlich in den letzten Spielen nicht getan hat. Also da habe ich ein klares Veto dagegen. Also gerade ein Schütz, Vizal und wie sie alle heißen, das sollte man schon regelmäßig spielen lassen, weil sonst auch die Kraft ausgeht, wie ich finde. Und das hat man jetzt eigentlich auch die letzten Spiele immer wieder gesehen. Aber grundsätzlich denke ich, dass es möglich wäre. Ja. Möglich ist alles und er muss einfach auf die deutschen Spieler setzen, wie der mir gerade gesagt hat. Und ich hoffe auf alle Fälle, dass der große Cup klingt oder dass wir es schaffen. Vor allem ich, weil ich im Augsburger Land bin und der Titel geht jetzt nach Augsburg oder geht ins Schwabenland, sagen wir so. Alles klar, danke. Okay.